im Unglück. Du hast wirklich höllisches Glück, Townsend. Ist das so? Alles, was wir hier haben, sind blinde Befehle und Zufall. Was glaubst du, welche Seite uns zuerst erledigt? Ich hab deine Sprüche satt, McManus. Aye, aye, Sir. Wo McManus allerdings auch recht hat. Irgendwie. Irgendwo. Edwards, starte den Motor. Verdammt, die Treibstoffleitung leckt. Bitte jetzt nicht. Bitte jetzt nicht. Bitte jetzt nicht. Komm schon. Jetzt komm schon, Chris. Komm schon, hör auf, hör auf, Chris. Das war's. Willst du da bloß rausgehen? Und weiter geht's. Verdammt! Vor uns ist Nebel, ich sehe keine 20 Meter weit! Wir brechen durch. Edwards, ich fahre, du erkundest draußen die Lage. Alles klar. Spiel nicht den Helm. An die Arbeit, Junge. Wir wollen alle in einem Stück durchkommen, Edwards. Wenn du Ärger kriegst, sind wir direkt hinter dir. Führe Black Bass durch den Wald von Bono. Na, alles klar, dann gehen wir doch hier durch. Ah, da kommt in die Ecke. Hier steht schon ein Panzer. Dass wir von der Artillerie nicht erwischt worden sind, ist schon ein Glück. Ein Riesenglück. Aber wie ich schon sagte, ein Glück im Unglück. Großer Gott, es war ein Feldgeschütz. Edwards, du erkundest das Gelände. Wenn da ein Geschütz ist, schalt es aus. Wenn ja, es Sir. Eng wird, helfen wir dir. Andernfalls kommt ihr mit Bess nach, sobald du das Signal gibst. Ja, Sir. Erkunde das Lager, um Gegner zu sichten und relevante Gefahren zu identifizieren. Sobald der Kampf beginnt, musst du Bess funktionsfähig halten. Huiuiui. Was mit deinen Augen los? So eine kleine Sneak-Sache. Was sehen wir denn alles hier? Hier ist niemand. Da ist ein Feldgeschütz. Da ist jemand. Den sollten wir relativ leise ausschalten. Haben wir hier noch jemanden? Der muss pissen. Meine Füße bringen mich um. Ja. Ich bring dich um, mein Guter. Erhalten. Da. Ah, schicke Waffe. Uiuiui. Oh, zum Glück hat er uns nicht gesehen, hey. Schaut in unsere Richtung, der Typ. Schauen, ob wir da andersrum hinkommen. So. Er kann uns nur erahnen. Zum Glück. Und weiter geht's. Wir müssen das Zelt müssen wir von der anderen Seite bekommen. Da ist das Geschütz. Wie ich schon sagte, von der anderen Seite. Steht er hier? Nein. Uiuiuiui. Da läuft er. Der Fritz. Mhm. Na? Willst du noch wüten? Sind das zwei?
Da ist der zweite. Shit. Und da ist ein dritter. Puh. Ach du Kacke, wir sind ja ein bisschen... Wir sind hier oben auf dem Präsentierteller, ey. Langweilig. Ach du Scheiße. Mhm. Ey, ich bin wieder so angespannt. Da kommt einer. Ach, der kommt uns näher. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dich sehe. Ich muss was trinken. Ja. Halt endlich dein Maul! Dann trink was, guter. Puh, den haben wir zum Glück erwischt, bevor. Können wir den einpacken? Nee, kann man nicht. Verdammt. So, da ist der. Also zwei Wachen sind's noch. Zwei Wachen sind's noch. Das wird jetzt hart knapp. Da vorne ist einer. Ja, ja, alles gut, alles gut. Ich bin nicht hier, ich bin gar nicht hier. Du siehst mich gar nicht, guck mal. Ja. Zack. Alles klar. Aber die Artillerie, das Feldgeschütz hier auseinandergenommen. Schön. Und nicht eine Kugel verschwindet. Nicht eine Kugel. Oh. Hallo Backbass. Boah, ich bin auch so angespannt, ey. Ah, ich bin Gewehr. Nee, ich glaube, ich bleib beim Maschinengewehr. Weil, wenn es hart auf hart kommt, bin ich ganz so... Da bist du ja, Kleiner! Hi! Okay, sieht sicher aus. Ist das alles dein Werk, Edwards? Ja, klar. Sie sagten noch, ich soll das Gebiet räumen, Sir. Ich bin beeindruckt. Um diese Blockade kümmert sich Bess. Um die hier? Zurück! Ich breche durch den Draht! Alles klar. Oder sollen wir jetzt vielleicht gerade jetzt... Na komm. Ja. Wir gehen aufs Bajonett. Edwards, geh voraus und führ uns durch. Aber geh nicht zu weit nach vorne. Karabiner im Meer. Okay. Wir sollen durchführen. Also da werden wir machen. Ey, ich habe mich so gefreut, dass das Spiel jetzt da ist. Ich bin jetzt gerade schon so aufgeregt. So. Vorne könnte es Ärger geben. Du spähst das Gebiet aus und wenn alles okay ist, gibst du uns ein Signal. Ja, Sir. Kommen und helfen, wenn wir hören, dass es Probleme gibt. Alles klar. Und jetzt, wo ich spiele, hey, ich bin so... Ich bin gerade... Meine Nerven sind echt auf 180 gerade. Wahnsinn. Wahnsinn, dieses Spiel. Gut, da haben wir einen. Oh, das sind zwei. Das sind zwei. Da müssen wir echt aufpassen jetzt. Warten, bis einer von den beiden sich vielleicht entfernt. Der zum Beispiel. Und guck, der andere. Wo ist denn der andere? So. Der hat das gehört. Dann kommt her. Uiuiui, da müssen wir aufpassen. Ja, ich. Zack. Tut mir leid, mein Guter. Aber das war notwendig. Oh.
Spitzhacke aufheben. Das ist eine stabile Waffe für den Notfall, die unmittelbare Nahkampfskills ermöglicht. Alles klar. Waffenkiste öffnen. Schalldämpfe. Schön. Schau, was Mergol findet. Automatico. Boah, das ist ja die wir gerade eben hatten, oder? Nee. Ah, wir können ein Maschinengewehr und ein Gewehr haben. Ha, Wahnsinn. Achso, wir haben jetzt. Ah. Achso. Ja, dann bleiben wir noch bei der mit dem Schalldämpfer. Die ist wesentlich leiser und für das, was sie jetzt vorhaben, eventuell besser gebraucht. Oder besser zu gebrauchen eher, ne? Besser gebraucht. Ja, ne? Secondhand, wahrscheinlich. Boah, Secondhand bekommt in so einer Kriegssituation eine ganz andere falsche Bedeutung. Man hat sich überlegt, dass man die Dinger aufhebt, die halt gerade am Boden so rumliegen. Da vorne ist eine. Die sind hier oben ziemlich sichtbar. Zum Glück haben wir Nebel. Der Nebel ist auf unserer Seite. Alles klar, hier haben wir. Meine Füße sind eiskalt. Ja. Bei der ganzen Scheiße sind nur die Franzosen schuld. Ja, nur die Franzosen. Und wenn wir jetzt vielleicht einen Kopfschutz machen? Na, dann können wir. Ja, ich will es mal nicht, lieber nicht riskieren. Schau mal. Typ ist scheinbar alleine. Du bist der deprimiertste Mensch, den ich kenne. Ich muss was trinken. Ich kann ein ständiges Geh aber nicht mehr hören. So. Wir haben eine Auszeichnung bekommen, aber ich habe nicht gesehen, welche. Was? Keine Ahnung. Oh, eine Stachelkeule. Was sind die? Füße bringen mich um. Nach links lehnen. Alles klar, hier ist niemand. Also ich höre Leute, aber ich weiß nicht, wo sie sind. Keine Ahnung. Hui, dass er das nicht gehört hat. Woran denkst du gerade? Und zu Hause. Das hat da oben jemand gehört? Willst du mich verarschen? Sollen das gehört haben. Was ist das? Eine Kiste öffnen. Alles klar. Feldhandbuch. Tipp. Finde Feldhandbücher, um Codex-Einträge und Modifikationen für den Multiplayer-Modus freizuschalten. Gefundene Feldhandbücher. Eins von fünf Stück. Schick. So, was haben wir hier? Kommt der jetzt? Ah ja, er kommt. Tja, werden wir wohl auf ihn warten. Würde ich sagen. Zumindest, dass wir da sind. So, einer noch, da unten. Ne, der ist oben. Selbstlader. Schick.
So, ich glaube, jetzt haben wir nur noch einen hier. Und der ist nach unten. Zack. Hä? Einer noch? Das gibt's doch nicht. Zwei noch! Boah. Scheiße. Ich hab. Ein dritter! Verdammt, sag mal, wo kommen die denn alle her? Zwei Leute brauchen wir noch. Wenn das denn alle waren oder nicht, aber nachspawnen. Uiuiui. Okay, der ist alarmiert. Zumindest glaube ich, dass es das heißt. Hm. Ja, würde ich auch sagen. Ah. Tut mir leid, mein Guter. Da ist auch noch einer alarmiert. Aber den holen wir uns gleich. Dann ist die Sache hier auch schon wieder erledigt. Dreht jeden Stein um! Er versteckt sich vermutlich irgendwo! Sagst du. So, genau, hinter dir. Da. Hat er gerade gepfiffen? Ah, wir haben gepfiffen. Ah, wie die Best kommt. Hui. Ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen. Bisschen angespannt hier. So Stealth-Spiele sind, glaube ich, sind eigentlich in der Regel so gar nicht so meins. Stealth bleiben, boah, Wahnsinn. Ich bin mehr so dieser, von wegen, Stealth ist optional, zack, wir holen die, die Granate. Die Granaten kannst du eng stehen, Gegnergruppen mit einzeln. Okay, aber die Frage ist, wie werfe ich eine Granate? Dynamit, Alter. Krasser Shit. Automatico, die Kraben. Waffen, nee. Hellriegel, Sturm, Alter. Boah. Was für ein Ding, ey. Komm, behalt mal. Ist mir egal. Da ist die Black Bass. Sehr gut, Junge. Den Deutschen hast du es gezeigt, was? Ja. Weiter so, Kleiner. Sieh dich vor, darum kümmern wir uns. Mhm.